Brauchst du noch FIFA 18 Coins? Ja! Easy, dann check auf jeden Fall mal die Beschreibung ab. Dort findest du nämlich meinen Coinsponsor und einen fetten Rabattcode, wo du nochmal saftig auf deine Coins sparst. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin', YouTube Wax wieder für euch am Start mit einem weiteren Pack-Opening auf meinem Kanal. Und ihr wisst es, glaube ich, noch alle genau. Letzte Woche, wo ich diese Packs hier geöffnet habe, ist es alles eskaliert. De Gea Tots gezogen, Neymar Tots gezogen, beides 97er. Und heute sehen wir auch unter anderem wieder zwei von diesen Packs, Digga. Das heißt, heute könnte es nochmal so eskalieren. Zwei 97er letzte Woche gehen heute zu knacken. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Wakes Lakes wird auf jeden Fall wieder versuchen, sein Packluck euch zu präsentieren. Wer das feiert und wer weiterhin so eine Pack-Opening sehen will, der lässt jetzt mal eine Bewertung da. Ich würde mich wieder freuen, wenn wir die 50 Likes knacken würden. Die letzten Male haben wir immer die 50 Likes geknackt. War auf jeden Fall nice von euch, dass ihr so aktiv wart. Und Wakes will gar nicht so lange rumlabern, Digga. Wir öffnen dieses Pack in 3, 2, 1, go! Auf meinem Account letzte Woche De Gea gezogen. Was laber ich? Was laber ich? Was laber ich? Und der nächste Spieler, den ich gebrauchen konnte für mein Squad, Alter. Der nächste Spieler, den ich noch brauchte. Jetzt kann ich Felipe Luis endlich abgeben und kann da Jordi Alba reinstellen. Digga, ich zieh Walker untradable. Ich zieh De Gea untradable. Ich zieh Goretzka untradable. Ich zieh Jordi Alba untradable. Ich zieh einfach alle Spieler, die ich brauche, untradable, Junge. Okay, ein Ronaldo, ein Messi, ein Neymar wäre jetzt halt auch cooler gewesen auf meinem Account. Aber Leute, ich will mich gar nicht beklagen. Das ist ein Spieler, der ist playable. Den brauchte ich noch für mein Squad. Und ich muss nicht mal Coins dafür ausgeben. Außer für diese SBC musste ich halt ein bisschen hinblechen. Die Spieler hatte ich trotzdem alle im Verein. Und wo ist dein Bildschirm wieder hin, Jordi? Ich weiß es nicht, aber Jordi Alba ist da, der Jordi als Erstbesitzer. Und wie immer würde ich sagen, zeige ich euch gleich noch mein Team, aber ich finde diese Attribute, die der Typ hat, einfach miese Zeiten sind vorbei. Auf der Linksverteidigerposition würde ich behaupten, komplett miese Zeiten. Wobei, schreibt mal alle Hashtag miese Zeiten ab in die Kommentare, wenn ihr auch meint, dass jetzt die miesen Zeiten auf der linken Verteidigerposition vorbei sind, weil Felipe Luis, der hat mich enttäuscht. Aber jetzt habe ich Jordi Alba mit einem Antritt von 97, Sprintgeschwindigkeit von 97. Guckt euch einfach mal die Stats an, die sind anders. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mein Squad, wie es mittlerweile aussieht. Einfach nur genial, Junge. Einfach nur genial. Ich kann Felipe Luis jetzt hier zack auf die Bank tun. Dann hier meinen linken Verteidiger speziell einstellen und einen Jordi Alba einfügen, der sogar perfekt ins Team passt und das Team sieht auf jeden Fall sowas von nice aus. Na, guckt euch mal an, was ich alles für Tot-Spieler gezogen habe. Junge, ich habe... Boah, Alter, Junge, 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 dieses Squad, das gefällt mir, yo. Okay, wir sind back und ich glaube, ihr könnt euch noch alle erinnern, was letzte Woche auf diesem Account hier passiert ist von Michel. Es wurde natürlich blau und nicht nur blau, es kam der einzig wahre Spieler raus, Neymar Junior, 97 rated. In natürlich blau aus diesem Pack. Und wir haben diese Woche mal wieder so ein Pack am Start. Es kommen immer sonntags und dienstags diese Packs raus. Und deswegen würde ich sagen, öffnen wir einfach mal auf dem Account von Michel diese Woche wieder dieses Pack hier. Und hoffen vielleicht erneut auf einen Neymar. Das wäre jetzt nicht so top, sondern Ronaldo oder Messi würde auf jeden Fall topper sein. Vielleicht auch ein Außenverteidiger, Jordi Alba, Walker, ein De Gea. Irgendwie sowas wäre auf jeden Fall wieder edel, damit Michel sich hier freut. Und ich würde sagen, das Pack wird geöffnet, Bruder. Gib mir Balenciaga, Junge. Wir wollen hier was Krankes. Bruder, es geht wieder los mit... Ich dachte, ich will wieder Neymar. Bro, ich dachte, es gibt gar keinen anderen Brasilianer mehr außer Neymar. Digga, stellt mal vor, Jungs und Mädels und Zuschauer und Aliens. Stellt mal vor, es wäre nochmal Neymar geworden. Digga, er hätte den einfach discarden müssen. Junge, einfach Neymar discarden, das wäre auf jeden Fall andere Welt gewesen. Aber okay. Nice, Naldo. An der Stelle schmeiß ich mal einen 50er-Schein. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ist das hier für eine Währung? Glaubt ihr, das ist Euro? Glaubt ihr, das ist Dollar? Glaubt ihr, das ist Mark? Was ist das? You know what's poppin'. Y3 from my bro Kubanito hat er hier vergessen. Der Typ war High Fashion Shoppen. Wer es nicht gesehen hat, der hat mir eine G1G-Jacke geschenkt, die über 1000 Euro, glaube ich, kostet. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber er meint, die kostet 1000 Euro oder so auf seiner Instagram-Story.
Dann hat er sich hier so eine T-Shirts und so gekauft, also der Typ ist durchgedreht. Ich weiß nicht, was bei dem schief gelaufen ist, aber der hat zu viel Geld anscheinend. Und heute haben wir ein richtiges Remix-Pack-Opening am Start, Leute. Ihr werdet gar nicht checken, was hier los ist, glaube ich. Erstmal kommen zwei Tots-Packs. Danach kommt jetzt hier ein Icon-Set im World Cup-Modus. Daraufhin werden nochmal Elite Food Champions Sets kommen, wo 20 rote Tots-Informs auf euch warten. Und, Digga, ich weiß selbst nicht, was hier heute los ist. Erstmal Tots, dann World Cup Icon, dann wieder Tots in Rot. Dann, was kommt als nächstes? Leute, Remix Pack Opening, 50 Likes gehen zu knacken. Wie gesagt, lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt nochmal ein Icon Set im World Cup Modus. Ihr wisst es ja, ich habe aus den 7K Sets schon richtig geile Icons gezogen, wie Hernandez, wie Deco und Co. Und heute kommt aber eine 100%ige Icon aus meinem Icon Set raus. Ich würde sagen, ohne weiterhin viel rumzulabern, das war schon genug gelabert, ziehen wir das Pack jetzt mit der Nose und hoffen hier auf einen richtig guten Spieler. Bruder, gib mir einfach Maradona, R9 oder irgendeinen richtig geilen Spieler. Ich mach mal die Kopfhörer bzw. die Box raus. Nein, Bruder, wer ist das denn? Den hab ich doch schon oder nicht? Oder ist das... Nein! Ein Duplikat! Im Nigeria-Trikot, welches ich mir auch gegönnt hab. Welches ich mir auch extra gekauft hab. Junge, soll ich das jetzt hier anziehen oder was ist das? Hernandez, den habe ich doppelt, den muss ich jetzt auf meine Transferliste tun, beziehungsweise auf meine doppelten Objekte tun. Oder ich muss ihn discarden, das bockt ja null. Leute, soll ich mal ein Pack-Opening in dem Nigeria-Trikot machen? Ich habe mal Bock drauf, ich habe das extra geholt mit Cubanito zusammen. Er hat sich auch eins geholt. Da wird auf jeden Fall noch eine frische Fußball-Challenge in diesem Baba-Trikot oder so auf euch zukommen. Aber was soll das? Ich hatte Hernandez doch schon. Meine Güte, Leute. Ich zeige euch das jetzt hier auch, dass es ein Duplikat ist. Oh Mann, ey, so viel Pech kann man nicht haben. Es gibt so viele Icons und ich ziehe ausgerechnet den, den ich schon habe. Und nicht mal den, den ich abgestoßen habe. Ich glaube, ihr habt es alle gesehen im Icon Discard Pack Battle, da habe ich Deco abgestoßen. Anstatt Hernandez, weil ich da Deco gezogen habe. Oh mein Gott, Digga, wie mache ich das jetzt? Den Typen muss ich auf die doppelten Objekte verschieben. Jüp. Okay, nach Dele Alli kommen wir dann mal zum 100k Pack. Das war ich noch nicht, da war ich auf jeden Fall gerade eben noch nicht vorbereitet drauf. Nein, halt dein Maul. Halt dein Maul. Stell dir mal vor, jetzt wäre Neymar gekommen. Was hättet ihr mit mir angestellt? Was hätte Selle mit mir angestellt, ist die Frage. Warum steht Becker auf seinem Trikot, wenn er Allison heißt? Allison Becker oder was? Heftig, heftig. Zweimal Allison, 200k Packs. Das ist ja andere Welt, was ich gerade wieder raushaue. Leute, ich will einmal Wake's Luck von jedem von euch in die Kommentare, beziehungsweise in den Kommentaren sehen. Wäre auf jeden Fall Baba, wenn ihr das jetzt voll spammen würdet. Alle mal Hashtag Wake's Luck ab in die Kommentare. Und das nächste 100k Pack war wieder saftig, deftig und knusprig. Und das ist sogar ein Duplikat bei ihm. Den tue ich dann auf jeden Fall auf seinen Transfermarkt. Da freut er sich auf jeden Fall drüber, dass ich 3 Tots gezogen habe, nicht nur 2. Und jetzt geht es los, People. Jetzt geht es los. Das Food Champions Pack mit 20 Tots-Spielern wird jetzt geöffnet. Und ich weiß, ihr vermisst es alle. Ihr habt es euch alle wieder gewünscht. Der Afro soll kommen. Bam, Alter. Afro-Pack in Kombo mit dem Elite 1 Food Champion Set. Bang, Digga. Der Afro sitzt. Und das Pack wird geöffnet. Wieso ist der Controller auf einmal grün? Ich habe keine Ahnung. Das sieht für euch blau aus. Für mich sieht es grün aus. Vielleicht bin ich auch einfach nur farbenblind. Egal. Ja. Ach, guck mal, 97. Ich dachte gerade, wo ich Argentinien gesehen habe, dass ich Messi bekommen habe. Die Afro-Packs bringen viel. Ein 97er Tots, Bruder, ist hier drin. Das ist leider nur, sag ich jetzt mal, Higuain. Aber wir haben schon wieder, wie im WM-Modus, einen 97er Spieler gezogen. Im WM-Modus war es ja Maradona gewesen. Und jetzt wird es Higuain Tots. Junge, ersten 97er Maradona. Die ganzen Packs hier von eben, Dele Alli, Allison zweimal und jetzt ein Higuain 97 und dahinter könnte auch noch ein Neymar sein. Wenn dahinter jetzt ein Neymar ist, ein Tots, ne, dann bin ich auf jeden Fall raus. Dann müsst ihr alle 50 Likes da lassen und ja, Wakesler kommentieren. Bitte. Oh shit. Oh shit. Ich sehe auf jeden Fall einige Spieler, die playable sind, wie Walker. Eventuell, boah, Gabio, Bruder, war die auch noch? Kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar. 97er Higuain, 96er Immobile, Insigne, Handanovic, Vertonghen,
Digga, es gibt doch viel geilere Packs, oder nicht, Leute? Schreibt mir mal rein, was ihr aus euren Packs gezogen habt. Was war euer bester Spieler? Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, das ist Beschweren auf hohem Niveau. Aber Jungs, das geht auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Krass, Alter, krass, Mann. Ja, ja, Digga, check, wie gesagt, die Jungs haben in der Beschreibung verlinkt. Und an der Stelle, ja, gebe ich euch noch ein kleines Outro, würde ich behaupten, oder nicht?